mit der 24, Christian! Sonntag, 11. September 2016. Erstes Heimspiel in der neuen Saison für den SC Magdeburg. Im mit 6.610 Zuschauern fast ausverkauften Haus sollte das brisante Derby gegen die Mannschaft des SC DHFK Leipzig steigen. SCM-Präsident Dirk Roswandowitz beglückwünschte noch einmal unsere Olympiafahrer. Auf geht's in die Partie, bei der sich beide Seiten erstmal vorsichtig abtasteten. Hier ist es Neuzugang Christian O'Sullivan, der für den SCM einen 7-Meter herausholt. Aber Robert Weber scheitert am gut aufgelegten Leipziger Torwart Jens Fortmann. Es sollte eine Abwehrschlacht werden, in der erst nach 5,5 Minuten das erste Tor fiel. Erfolgreich war der Ex-Magdeburger Andreas Rojewski, auch vom 7-Meter-Punkt. Andreas sollte mit 8 Treffern der erfolgreichste Leipziger Werfer werden. Im Gegenzug dann, 30 Sekunden später, der Ausgleich durch Nemanja Zelenovic. Leipzig nutzte häufig die neue Regel, dass der Torwart durch einen Spieler ersetzt werden kann. Damit boten sich aber auch neue Möglichkeiten für den SCM. So konnte sich Dario Quenstedt in die Torjägerliste mit dem 2:1 eintragen. Hier noch einmal in Zeitlupe. Aber Leipzig bleibt dran. In Minute 15 baut Ex-Youngster Max Jahnke die Leipziger Führung sogar auf 2 Tore aus. In Minute 21 steht Robert Weber mit der Chance auf 7:7 auszugleichen, wieder am 7-Meter-Punkt. Und trifft. Es war sein 2. von insgesamt 8 Toren, die ihn zum erfolgreichsten SCM-Werfer machten. Die Partie ist jetzt komplett offen. Die Leipziger setzen wieder auf den 7. Feldspieler, um Druck zu erzeugen. Das geht schief. Dario Quenstedt pariert den Angriff und über Robert Weber landet der Ball zum 11:9 im leeren Leipziger Tor. Mit einer 11:10 Führung für den SCM ging es in Halbzeit 2. Leipzig bleibt aber auf Augenhöhe. Lukas Binder kommt von links frei zum Wurf und gleicht aus. Die Partie wogte weiter hin und her. Der SCM kann sich nicht absetzen. Im Gegenteil, Leipzig wird wieder stärker und geht 3 Minuten vor dem Ende in Unterzahl durch Benjamin Meschke in Führung. Es folgen hektische Schlussminuten. Zuerst trifft Neuzugang Daniel Pettersen zum 20:20 Ausgleich. Dann besorgt Olympiafahrer Marco Besiak die 21:20 Führung, 1 Minute vor Schluss. Leipzig im Angriff. Die Zeit läuft den Sachsen davon. Der SCM um Kreisläufer Selko Musa verteidigt jetzt mit allen Mitteln. Dann langt der Kroate aber zu heftig zu und Christoph Steinert geht zu Boden. Nach dem anschließenden Gerangel gibt es für Magdeburg 2 Minuten für Selko Musa und Rot für Dario Quenstedt sowie 2 Minuten für Leipzigs Benjamin Meschke. Den gegebenen 7 Meter verwandelt Christoph Steinert zum 21:21 Ausgleich. Auszeit SC Magdeburg, es bleiben noch 9 Sekunden. Der Plan geht aber nicht auf. Und der Freiwurf von Michael Damgaard erreicht in der Schlusssekunde nicht sein Ziel. So bleibt es beim gerechten, aber aus Magdeburger Sicht unbefriedigenden Unentschieden. Hier die Stimmen zum Spiel. Ja, ich weiß nicht, ich denke aber, dieser Foul von Musa nicht vor 2 Minuten, aber ich habe nie gesehen, danach, was hat Dario gemacht. Ja, war letzte Minute. Wenn man so ein Foul unsportet, dann ist klar 7 Meter und ich kann nichts mehr sagen. Aus deiner Sicht einen Punkt zu Hause verloren? Ja, natürlich. Wenn wir verloren zu Hause oder unentschieden spielen, dann werden wir immer ja, verloren 1 oder 2 Punkte. Und heute ist es genauso. Wir sind jetzt in 60 Minuten an so einer starken Truppe dran geblieben.
Das ist eine Wahnsinnsleistung von der ganzen Truppe gewesen. Das war überragend. Schreib mal, welche Situation bei dir im Kopf vorging, als du ran musstest zum entscheidenden 7 Meter und die ganze Halle pfeift. Ja, das ist schon Wahnsinn. Für mich ist es eine der schönsten Hallen hier. Und was die Leute hier für Druck aufbauen können, wenn sie alle hinterm Team stehen, das ist schon der absolute Wahnsinn. Deswegen war nicht einfach und ich bin glücklich, dass ich ihn doch reingemacht habe. Christian, kann man sagen, Glückwunsch zum Punkt? Ja, mit Sicherheit. Also klar haben wir in der Vergangenheit beide Duelle gewonnen, aber das ist ja keine Abo-Meisterschaft, wo wir einfach denken, Magdeburg liegt uns und wir ziehen die hier jedes Mal in eigener Halle weg. Also das ist hier ein Wahnsinnspublikum und eine unglaubliche Atmosphäre, wo man sich den Punkt richtig diszipliniert erkämpfen muss und das haben wir geschafft. Bei der letzten Szene oder bei der entscheidenden Szene beim 7 Meter musstest du da jemand überreden, dass er rantritt an den Punkt? Musstest du Christoph überreden oder hat er sofort gesagt, er schnappt sich den Ball? Ja, ist schon schwierig, weil es sind ein paar SCM-Ex-Spieler in meinen Reihen, in meinem Team und ich weiß nicht, ob ich das Rohe dann schultere, so eine Verantwortung, dass er dann auch noch das Entscheidende gegen nach 15 Jahren tollem Engagement für den SCM macht und deswegen war es klar, dass Christoph Steiner den wirft, dass er aber so abgezockt ist, obwohl er ja selten 7 Meter wirft, das hat uns alle gefreut, wir haben total mitgefiebert bei dem Wurf.